Hallo und herzlich willkommen bei Uetersen TV. Heute werde ich ein Interview mit Frau Frese führen, die uns jetzt ein bisschen was über das Schiedsamt erzählen wird. Wie lange machen Sie das Amt als Schiedsfrau schon? Ich wurde vor 3 bis 4 Jahren von der Uetersener Ratsversammlung gewählt und ich werde dieses Amt 5 Jahre ausüben müssen. Danach werde ich neu gewählt oder ich kann das Amt dann auch beenden. Aber 5 Jahre sind immer die Amtszeit einer Schiedsfrau. Was sind Ihre Aufgaben als Schiedsfrau? Es geht um die gleichen Aufgaben, die auch ein Streitschlichter in der Schule hat. Das heißt, Kontrahenten zusammenzubringen, sodass sie sich ihren Streit schlichten und sich einigen und gerade im Nachbarschaftsrecht, das ist ja die Grundlage des Schiedsamtes hier ist, dass sie auch wieder miteinander leben können. Das heißt, wir überplanen ganze Grundstücksgrenzen. Der eine möchte Licht, der andere möchte Schatten. Der eine möchte hohe Bäume, der andere möchte niedrige Sträucher. Der eine möchte seine Kinder spielen lassen, der andere möchte Ruhe. Dann geht es um Streitigkeiten in Mietshäusern, wobei es meist so ist, dass viele Parteien keine Kinder haben, schon älter sind, ruhebedürftig sind und wenige Parteien Kinder haben. Und die Kinder möchten natürlich spielen, möchten toben, möchten Musikinstrumente spielen. Und da muss man Zeiten der Ruhe und Zeiten der Aktivität dann mit den Kontrahenten vereinbaren. Es gibt weiterhin auch Fälle, in denen Geldforderungen gestellt werden. Jemand hat Geld geliehen, jemand hat eine Arbeit erbracht und bekommt sein Geld dafür nicht. Auch da können wir dann vermittelnd tätig werden. Und es geht auch um Beleidigungen und die Forderung nach Entschuldigung. Konnte eine Streitigkeit auch schon mal nicht gelöst werden? Ja, das passiert leider auch. In manchen Jahren schaffen wir es, 100% aller Fälle zu lösen und mal geht es nicht. Man muss immer bedenken, dass Menschen, die nebeneinander wohnen, für über viele, viele Jahre auch so ineinander verkeilt sind und so schlimme Streitigkeiten über Jahre mit sich tragen, dass man das hier nicht in 3, 4 oder 5 Treffen lösen kann. Es ist schade, aber es passiert. Ging Ihnen eine Streitigkeit auch schon mal ans Herz? Mir geht es immer ans Herz, wenn es um Kinder geht. Kinder spielen nun mal lebhaft und das kollidiert mit den Bedürfnis nach Ruhe älterer Leute oder auch von Leuten, die keine Kinder haben. Und wenn es dann darum geht, dass man Regelungen findet, für Familien mit Kindern, das macht mich dann doch manchmal sehr betroffen, dass da sehr starke Forderungen gestellt werden an diese Familien. Und was mir auch noch ans Herz geht, ist in diesem ganz, ganz alten, über 100 Jahre alten Schiedsbuch dokumentiert. Da haben sich Leute auch an den Schiedsmann gewandt, die weder lesen noch schreiben konnten. Die haben dann mit 3 Kreuzen unterschrieben. Und ich finde es nach wie vor toll, dass jeder hierher kommen kann. Leute, die kein Geld haben, müssen hier gar nichts bezahlen, andere zahlen nur 50 Euro. Aber jeder wird hier gehört, jedem wenden wir uns mit Geduld zu und jeder kann auch darauf hoffen, dass wir ihn ermutigen, seine Streitigkeiten zu lösen und wir tragen dazu bei, dass sie geschlichtet werden. Das war das Interview mit Frau Frese und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.